Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es wieder ein Top 5 Video für euch. Und zwar zeige ich euch heute meine persönlichen Top 5 Kanaminami Mangas. Ich werde es machen wie immer, das heißt nicht 1 bis 5, sondern einfach alle durcheinander. Das sind alles meine Lieblinge von Kanaminami, meine Top 5 halt. Aber wie gesagt, halt nicht, das ist 1, das ist 5, sondern einfach meine 5 Liebsten durcheinander. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dem Video. Und falls euch das Video gefallen sollte, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr mehr sehen wollt, gerne ein kostenloses Abo. Und dann viel Spaß jetzt bei dem Video. Als erstes habe ich da einmal 3, 2, 1 Liebe von Kanaminami. Das ist eine meiner absolut liebsten Serien, einfach weil die, ja, so spannend und gefühlvoll und emotional und, ja, voller Veränderung ist. Wir sehen, wie eine eher schüchterne Schülerin total aus sich rauskommt, die Liebe findet und ein ganz anderer Mensch endlich mal wird, wirklich sie selber wird und Freunde findet, die Liebe findet. Und das ist einfach so eine schöne Geschichte, die so romantisch ist, so emotional, so spannend, so gefühlvoll. Und es ist einfach so schön, das alles mit anzusehen, wie sich unsere Protagonistin entwickelt, wie sich unser Protagonist entwickelt, die Geschichten der Nebencharaktere zu sehen, wie ihre Familie auf das alles reagiert, was da in ihrem Leben jetzt passiert, wie sie sich verändert. Und das ist einfach nur super, super schön mit anzusehen. Ich mag diese Geschichte so gerne und ich kann die euch wirklich nur empfehlen. Die ist so wunderschön und wirklich einer meiner absoluten Lieblinge von Kanaminami. Also das ist wirklich so toll. Und zu der Geschichte gibt es übrigens auch Sidebände. Es gibt einmal das 321 Liebe Diary und das 321 Liebe Fanbook. Das Diary, das ist, glaube ich, einfach nur so ein Buch, wo man selber was reinschreiben kann. Ich habe die beide zu Hause. Aber es sind halt so nette Sidekicks dazu. Ne? Also das ist ganz niedlich. Die muss man nicht haben, aber die sind ganz süß. Und also es ist wirklich eine tolle Geschichte und ich kann sie euch nur ins Herz legen. Dann habe ich eine ältere Reihe von ihr und zwar Gib mir Liebe. Das ist auch eine schöne Geschichte. Da sieht ihr Zeichenstil noch komplett anders aus, finde ich. Also wenn man sich das anguckt so. Wenn man sich das jetzt mal anguckt, also ihr Zeichenstil hat sich da schon ein bisschen verändert, ne? Ich meine, das sieht man da schon, also das ist alles so ein bisschen ausgereifter und ja, ich weiß auch nicht so, ja, also er hat sich sehr verbessert, finde ich, ihr Zeichenstil im Laufe der Jahre, aber mir hat der Zeichenstil hier auch schon sehr gut gefallen, auch die Geschichte hat mir sehr gut gefallen. In diesen älteren Werken war sehr, sehr viel Sex von Anfang an immer mit drin, das ist bei 3, 2, 1 Liebe kommt es erst später. Aber sie hat das viel, dass sie so Sexszenen halt auch drin hat. Also jetzt nicht so krasse, sondern halt so, ja, normalmäßig. Obwohl dieser Band, in dieser Reihe gibt es, ja, viel Sex und nicht nur dieses Blümchenmäßige. aber es dreht sich nicht nur um Sex. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr da so ein Hentai-Manga vor euch habt, wo ihr alles seht und so. Nein, so ist es nicht. Aber sie hat schon immer sehr viel Sex in ihren Mangas. Aber die Geschichten sind trotzdem super gut. Auch diese hier ist mega. Hier ist es halt so, dass unsere Protagonistin ja, einen Kindheitsfreund hat. Und ja, die beiden halt Gefühle füreinander entwickeln. Und ja, aber einige Hürden auch in ihrem Leben haben. Und nicht alle wollen, dass die beiden zusammen sind. Und sich selbst auch Steine in den Weg legen. Und ja, das ist eine sehr, sehr interessante Geschichte. Sehr, sehr schön, spannend und ich mag die Geschichte und mir gefallen auch die Protagonisten wieder sehr gut und ja, kann ich euch nur empfehlen. Dann habe ich hier Honey x Honey Drops. Das ist auch eine super gute Serie, eine super gute Reihe. Da geht es halt darum, dass unsere Protagonistin an einer Schule ist, in der es dieses Honey-System gibt. Das heißt, es gibt so Elite-Schüler und die haben ein Honey. Das suchen die sich selber aus und dieses Honey muss alles für die machen. Das ist sozusagen eine persönliche Sklave. Und sie ist halt ziemlich arm und will unbedingt dieses Honey-System, kommt dann auch rein und wird dann das Honey von einem absoluten, ja, merkwürdigen Typen, der ganz merkwürdige Sachen von ihr will, vor allen Dingen Sex auch. Und ja, jetzt steht sie halt dazwischen. Soll sie alles machen, damit ihre Familie halt etwas Geld hat und die Schulgebühr nicht bezahlen muss und ihr Bruder halt eine vernünftige Schulbildung auch bekommt? Oder soll sie sagen, nein, ich mach das nicht und dann das nicht über sich ergehen lassen, was er da alles mit ihr vorhat. Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, sehr interessant und eine ganz tolle Liebesgeschichte zum Schluss auch. Und ich kann euch das nur empfehlen, das ist sehr, sehr interessant. Diese Schule ist einfach richtig gut gemacht mit Kanaminami und ja, finde ich sehr, sehr cool, die Story. Dann habe ich hier einmal ihr aktuellstes Werk in Deutschland, Zu jung für die Liebe. Ist auch vor ein paar Monaten erst abgeschlossen worden in Deutschland. Das ist auch eine richtig tolle Geschichte. Hier geht es halt darum, dass unsere Protagonistin total verliebt ist in einen Typen von ihrer Schule und diesen jetzt heiratet und mit ihnen zusammenzieht. Und ja, es ist eine arrangierte Ehe und keiner darf was davon wissen, bis sie halt volljährig sind.
Und er ist eigentlich nicht in sie verliebt, will nichts von ihr und heiratet sie nur, weil er muss. Und ja, das wird dann natürlich eine absolut merkwürdige Aufgabe für sie, diesen Jungen dann von sich zu überzeugen. Vor allen Dingen, da sie jetzt alleine wohnen. Sie ist total das verzogene Girl eigentlich, kann gar nichts alleine und muss sich jetzt alleine behaupten. Und hat dann auch noch diesen Ehemann an ihrer Seite, der eigentlich gar nichts von ihr möchte und sie behandelt wie ein rohes Ei. Und also nicht wie ein rohes Ei, sondern er behandelt sie so, als wäre sie gar nicht da, so ein bisschen wie Luft. Und ja, das ist sehr interessant, das zu sehen, auch wie sie da kämpft für ihre Liebe. Und mir gefällt die Story sehr, sehr gut und die kann ich euch wirklich auch nur empfehlen. Und da sind wir auch schon bei der fünften Reihe und zwar Rhapsody in Heaven habe ich hier. In diesem Manga ist es halt so, dass unsere Protagonistin und ihr bester Freund auf eine neue Schule kommen. Dort soll ein tolles Schwimmteam sein. Die beiden lieben es zu schwimmen, doch jetzt kommt die Hiobsbotschaft, der Schwimmclub soll nicht weitergeführt werden. Dank den tollen Schülersprechern das ist halt so, dass dieser Schülersprecher total fies ist und es da auch noch ein Mädchen im Hintergrund gibt, die da auch so ein bisschen die Fäden zieht. Und jetzt legt sich unsere Protagonistin halt dafür ins Zeug, dass dieser Schwimmclub erhalten bleibt, will alles dafür tun, soll allerdings auch ein paar Sachen tun, die sie nicht so toll findet, so sexuell gesehen auch, und muss sich da jetzt so ein bisschen, irgendwie dieser Situation stellen, dass sie da ihren Körper so ein bisschen dafür geben muss, dass sie in diesen Schwimmclub kann, dass sie dieser Schwimmclub bestehen bleibt und verliebt sich dabei auch noch in diesen fiesen Typ, der das alles mitmacht und ihr das alles antut und entwickelt Gefühle für ihn und sie weiß gar nicht, wie sie das alles finden soll. Ihr bester Freund ist außerdem in sie verliebt, was sie nicht weiß, aber das gibt dann auch noch Stress und ich weiß gar nicht, wie ich das genau beschreiben soll. Es ist auf jeden Fall eine super interessante Geschichte. Auch nur eine relativ kurze Reihe, 3 Bände. Also das ist wirklich sehr interessant gemacht und ich finde das vor allen Dingen interessant, weil unsere Protagonistin so teilweise vorgibt, eine andere Person zu sein, wie sie ist, weil sie eigentlich anders sein möchte zwischendurch und aber eigentlich, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Sie ist auf jeden Fall eine total coole Protagonistin und ihr bester Freund ist auch sehr cool und der andere Hauptprotagonist ist so ein bisschen so, dieser typische Bad Boy, wo man erst denkt, so, oh, das ist voll fies und nachher denkt man so, vielleicht steckt da mehr hinter. Auf jeden Fall ist das eine sehr, sehr interessante Geschichte, die ich euch wirklich nur ans Herz legen kann. Und ist auch schon eine etwas ältere Reihe von ihr, nicht ganz so alt wie Gib mir Liebe oder Honey X Honey Drops, aber auch schon etwas älter. Ich glaube, dass es von einigen der Reihen mittlerweile auch so, Zweierpacks gibt, das heißt 2 Mangas in einem. Ich werde euch das auf jeden Fall alles verlinken. Denn ich weiß nicht, wie gut man noch an die alten rankommt, an diese Ausgaben. Aber ich meine, dass es zumindest von Honey X Honey Drops und Gib mir Liebe neue Auflagen gab. Ich werde euch das, wie gesagt, alles verlinken. Und das waren meine Top 5 Kaminami Mangas. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, wie gesagt, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und dann hoffe ich natürlich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bye, bye!